Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zum allerneuesten Video. Und es geht weiter mit dem Free-to-Play-Projekt, nämlich auf Tier 10 mit der Badget 25T. Badget 25T zumindest. 10er Franzosen, Medium, einer der beiden und für mich auch noch der einzige, immer noch der einzige der beiden, weil Badget ist ein wahres Biest. Das Replay hier, kann ich jetzt schon sagen, wird ein kleiner Carry, aber werdet dann im Laufe der Runde alles sehen. Meine Lieblingsposition hier auf Highway sind diese Gebüsche am Anfang, ja, gern tummeln sich Lights da auf dem Feld, die da versuchen zu spotten, was natürlich auch richtig ist, ne? Und hier aus diesem Feld kann man sie halt 1A outspotten und unser EBR knallt da schon in die Gegner-Base durch, deshalb, ja, lasse ich mir das auch nicht nehmen, dann mich ein bisschen hinter dem Busch zurückzuziehen, sodass er gedoppelbuscht ist praktisch, dass ich hier unspotted schießen kann, ja, und dann ein nach dem anderen hier in den Progetto rein. Und es waren 3 Schuss Schaden, 1000 Damage hier. In der ersten Minute hier unten noch einen, den Killshot mitnehmen. Und so ist der erste Tank auch schon raus. Guter Anfang für das Spiel. Ich muss sagen, ich bin ganz oder sehr froh, dass wir für diesen Account für den Free-to-Play-Account die Badget gezogen haben. Wer das nicht weiß, ja, wir haben die Panzer alle zufällig ausgelost. Und dass die Badget hier dabei war, das finde ich sehr gut, weil ich denke, die ganze Reihe und auch der Badget sind für aktuelle Verhältnisse, sage ich mal, sehr gut Free-to-Play spielbar. Also ohne Premium-Munition, ohne Ration, ja, funktionieren diese Panzer wirklich einwandfrei. Und das ging auch mit der Badget hier sehr fix, mit den 3 Marken. Ja. Also ich habe um die 80 Games gebraucht, glaube ich, dann war die dritte Gunmark drauf. Und Badget ist halt ein Panzer. Dadurch, dass du einen Autoloader hast und die Gegner halt meistens durch deine gute Mobilität flankieren kannst oder man es zumindest versuchen sollte, die Gegner zu flankieren, bist du eigentlich auch überhaupt nicht auf Premium-Munition angewiesen. Ja, und so war das wirklich überhaupt kein Problem, hier die dritte Gunmark irgendwie da rauszuholen. Ja, der FV und der cruist da in der Base rum. Wir geben ihm noch einen mit, er fährt da aus der Render-Range raus. Und dann denke ich mir, okay, ich lasse mich da jetzt nicht zu sehr reinziehen durch unseren EBR. Ich versuche ihm lieber mal da den T100 vom Hals zu halten und dann wieder auf die Mediums zu schießen und mich durchzählen. Und dann sitzt der Schuss hier auch. Ja, ich möchte ein bisschen über Badget sprechen und den Badget AP. Wollte dazu auch ein Video machen, aber die Replays sind mittlerweile so alt, dass die nur noch mit Haufen Bugs sich abspielen lassen. Da hatte ich auch ein paar ganz nette Runden, aber ich denke, Badget AP sind sehr ähnlich und da kann man viele Parallelen ziehen im Vergleich zu den Lights halt vorher. Ne? Bis Tier 18 sind Lights und dann ab Tier 9 wären es Mediums. Ich denke, oder meines Empfindens nach, sind diese Panzer der 9er und 10er Badget wirklich die Königsklasse in WoT. Ja, also zum einen, Autoloader ist gar nicht einfach zu spielen. Also klar, 1, 2 Clips machen kann meistens jeder, aber dann wirklich das Game zu carryen, ja, und da zu sein, wo man gebraucht wird, das ist die eine, die andere Sache. Und da unterscheiden sich halt wirklich, sagen wir mal, ja, random Badget-Spieler von halt wirklich guten Autoloader-Badget-Fahrern, die damit auch gut was reißen können, ja. Ihr seht schon, ich spiele die Badget eigentlich, ja, nicht wie andere Panzer. Man kann das gar nicht vergleichen. Ja, Badget ist wirklich eine eigene Klasse. Da zählen ganz viele Sachen mit rein. Ja, also ich denke, gewisse Spielzüge von einem Light hat das Ganze. Also ich versuche zu spotten. Ne? Auch hier wieder einen Busch genommen. Ich habe 2 10er TDs oder sogar 3 10er TDs hinter mir. Eine Arti noch. Also die Leute, die hier aus der Stadt rauskommen, möchte ich natürlich auf jeden Fall spotten. Ja, dann Spielzüge eines Medium, so dass du praktisch versuchst, schnell Position zu erreichen, um dann da zu kämpfen, ja, oder halt auch, weiß nicht, Spielzüge eines Heavy, sage ich mal. Oft passiert es auch, dass du in der Stadt sehr gut mitarbeiten kannst, das heißt, du stellst dich hinten da irgendeine Ecke, ja, wartest, bis der Gegner schießt oder bis 2 Gegner geschossen haben, wie auch immer, und dann kannst du halt einen Clip machen oder machst halt nur 3 Schüsse und dann kannst du halt in kurzer Zeit viel Damage machen. Gut, weiß nicht, ob das was mit dem Heavy zu tun hat, aber zumindest, was ich sagen will, der Badget, it's unlike anything else. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagen würde, aber es ist nicht wie alles andere halt. Ja, also es ist ein ganz, ganz spezieller Panzer. Und Leute fragen mich immer wieder im Stream oder hier auf YouTube in Kommentaren, ist denn Badget, lohnt sich die Linie zu grinden, taugt es denn was? Und auf jeden Fall taugt es was, ja. Also es sind sehr potente Panzer mit sehr viel Potenzial. Aber empfehle ich die Linie? Das ist schwierig zu sagen, weil es ist ultra stark vom Spieler abhängig. Ja, also hier ist der Panzer wirklich nur so gut wie der Spieler. Ich sehe ganz oft Badget-Fahrer, die halt unerfahren sind oder ungeduldig sind, nicht wissen, wie sie ihren Panzer zu spielen haben. Knallen nach vorne, machen nicht immer einen kompletten Clip, also machen vielleicht so 400 Schaden, 500 Schaden, also 3, 4 Schüsse oder was weiß ich. Und dann sind sie schon tot. Ja, und das sehe ich immer wieder und da merke ich einfach, die meisten Leute wissen gar nicht, wie sie das zu spielen haben. Andererseits, ja, man kann dem Panzer nicht wirklich jetzt
wie so eine Gebrauchsanleitung beilegen. Ja, weil es gibt kein pauschales Konzept, was immer funktioniert. Deshalb ist halt beim Batchet Erfahrung so wichtig. Ja, man muss die Map lesen können. Ich habe halt jetzt hier gesehen, okay, wir haben eine Menge Mediums, die in die Gegnerbasis pushen. Warum sollte ich da mitfahren? Ja, ich meine, ob da ein Panzer mehr oder weniger ist, das macht jetzt eigentlich keinen Unterschied. Ich sollte mich lieber hier auf die Gegner fokussieren und schauen, dass wir erstmal den Base-Dev sicher haben. Ja, dass unser eigenes Team erstmal sicher ist. Ja, ich ziehe es generell immer vor, zu verteidigen, anstelle jetzt irgendwie groß einen Push zu starten. Im Random habe ich das Gefühl, dass das kaum einer macht. Ja, sobald die Gegnerbase irgendwie in Sicht ist, dann wird versucht durchzuknallen. Scheiß drauf, was auf der eigenen Basis passiert oder an der eigenen Basis passiert. Hauptsache zum Gegner cap. Und ich spiele das eigentlich immer genau andersrum. Ich denke, es ist viel wichtiger, erstmal die eigene Basis zu sichern und dann sich um alles andere zu kümmern. Ne, ihr seht schon, die Gegner haben das auch gut gemacht. Hatten alle Panzer in der Stadt, aber bis auf den E100 und den Jagd, den ich hier gerade rausgenommen habe, konnten tatsächlich alle Panzer aus der Stadt entkommen und sind tatsächlich geschlossen zurückgefahren und haben unsere komplette Mediums, die da reingepusht sind, gekillt. Ich pausiere das ganz kurz, weil ihr seht, jetzt ist ein kritischer Punkt. Ja, ich habe mich angefangen zu bewegen nach 2-3 Minuten hier in diesem Gebüsch und auch unsere TDs haben sich angefangen zu bewegen. Ja, und der Jagd, da vorne, der war noch voller P, ist jetzt mittlerweile One-Shot, weil die ganze Zeit von den TDs da oben beschossen wird. Wir wissen, dass hier ein einzelner E100 steht, ja, weil die ganzen Heavys waren da drüben gespottet, ja, noch 5 Panzer übrig, 4+1, also das heißt, alle Panzer waren offen und der 50B ist der einzig schnelle, aber auch er war Low HP, das heißt, ich weiß, dass der E100 hier steht und alleine ist, eventuell ist der 50B dabei oder irgendwo in der Nähe, aber er ist Low HP, also er sollte kein Problem sein. Und so ein isolierter E100 ist natürlich für die Batchet, keine Frage, das absolut beste Ziel. Ja, ich rechne nicht damit, dass der E100 auf mich zielt, weil halt da ein Jagd eher offen ist und ich denke sogar, dass er fast Schussfeld hat oder zumindest wird der E100 versuchen, auf den Jagd eh zu schießen. Also ich denke, wir können ja tatsächlich den Jagd überraschen, den E100 überraschen und ja, hier kräftig was mitgeben. Ihr seht schon, er achtet nicht drauf, natürlich super lucky, gleich Feuer, aber er hat einen Feuerlöscher, okay. Und ich entscheide mich dazu, hier erstmal nicht zu schießen, ja, nur zweimal zu feuern. Und jetzt ist das hier natürlich das, was man mit der Batchet machen sollte. So ein Heavy zu tracken, das ist natürlich richtig, 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 richtig schön. Genau das, was man haben will. Ich pause hier wieder ganz kurz. Jagd ist draufgegangen. Die TDs, also der FV zieht weiter und die Grille bleibt in der Base stehen. Ich bin im Reload und ich denke auch, der E100 hat realisiert, dass ich jetzt im Reload bin. 5-mal geschossen. Das heißt, ich bin erstmal leer. Und der E100, ich weiß aber, dass wenn der E100 mich beschießen will, dass er hier rausfahren muss. Ja, entweder er fährt hinten rum, dann fahre ich einfach weg, oder er fährt hier vorne rum, dann fahre ich hinter das Haus und dann können unsere Leute da hinten drauf schießen. Ne, deshalb stelle ich mich hier ganz entspannt hin, lade nach, habe gar keinen Schiss davor. Die Arti, sehr guter Treffer hier, 500 Schaden an dem E100. Ja, und der E100 versucht mich jetzt hier zu killen und zack, fährt er in die Grille rein. Sie macht ihn er auch gleich so affirmative im Chat. Also alles funktioniert hier wie vorgesehen. So, ich versuche mich jetzt gleich wieder zurückzuziehen, denke ich mal. Die Grille versucht mir irgendwas zu signalisieren, da fällt zurück. Ja, mache ich auch, habe ich auch vor. Ne, ich will jetzt hier nicht bleiben. Der FV hat gar keine schlechte Position da, wo er steht. Ne, er steht halt down, also er kann nicht wirklich weggepusht werden. Dafür müssten die Gegner auch aufgehen und wir könnten drauf schießen. Was ich jetzt hier wieder versuche, ja, ich versuche es wieder breit zu machen. Highway ist so eine offene Karte, so eine große Karte. Da sollte man die Stärke der Batchet nutzen, was Mobilität ist, gegenüber all den anderen Heavys im Gegnerteam. Ich bin viel schneller, ich kann viel schneller wieder am anderen Ende der Karte sein und Map Control ist natürlich das Nonplusultra auf einer so großen, offenen Karte. Und ich versuche der Grille zu signalisieren, dass ich jetzt in die Mitte der Karte fahre und versuche da zu spotten. Ja, ich möchte, dass er in die Richtung hinaimt oder sich vorbereitet, in die Richtung zu schießen. Gleichzeitig geht auch da der Super Conqueror auf und ich bin wieder der Überzeugung hier, weil die Gegner Heavys so gut zusammengearbeitet haben, was deren Base vorhin angeht, dass sie auch hier wieder versuchen werden zusammenzuarbeiten und mich da raus zu pushen. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass der S-Kong da nicht alleine ist. Sprich, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir hier nicht gleich 3 Panzer entgegenknallen werden mitten auf dem Feld. Ich habe auch eine wahrscheinlich bessere Sichtweite als die meisten Heavys und ganz wichtig, das bessere Camo-Rating. Ja, der 50B geht auf, er spottet mich auch, er rammelt da übel schnell übers Feld. Chieftain steht oben im Busch und sniped, okay. Ich fahre hier safe hinter dieses kleine Podest. Der 50B versucht da wegzurennen, aber nope. Einmal ganz sorgfältig durchgezielt und den 50B mitgenommen. Und jetzt haben wir das tatsächlich wieder umgedreht, das Gefecht. Ja, sah gar nicht so gut aus und jetzt sind wir tatsächlich wieder hier am längeren Hebel. Seht schon, die beiden Superkongs sind jetzt in der Stadt, da heftig am Pushen und
Unser FH muss gucken, dass er sich irgendwie safe stellt und die Grille muss schauen, dass er irgendwie da mit Schaden machen kann, weil da, wo die S-Kongs stehen, sollte die Grille eigentlich perfektes Schussfeld haben. Aber irgendwie geht das dann doch ziemlich schief. Kann ich mir nicht erklären. Vielleicht hat der FH einen Fehler gemacht, hat seinen Schuss vielleicht versemmelt, ist zu weit nach oben gefahren, weiß ich nicht. Die Grille hatte vielleicht auch Pech, nicht getroffen. Aber zumindest der FH geht raus. Und die Gegner-Heavys haben kaum HP dafür eingebüßt. Und jetzt, ja, war gerade auf der anderen Flanke. Ich weiß, dass der Chieftain da campt. Chieftain war low HP. Und deshalb wieder Sichtweite ausnutzen, Camo-Rating ausnutzen, Mobilität ausnutzen und versuchen, die Heavys hier in der Anfahrt zu spotten, ne? Gar keine Frage. Ich posiere das ganz kurz. Ihr seht, ja, das ist auch so der Trend, sage ich mal, auf Tier 10. Der Super Conqueror ist 380 Meter weg und spottet mich hier. Der sagt, er hat eine sehr gute Besatzung, fährt vielleicht sogar mit Optiken, fährt mit Ration. Also er hat wahrscheinlich auch um die 500 Meter Sichtweite und erreicht einfach meinen Tarnwert auf der Badget nicht aus. Ja, trotz voller Tarnbesatzung, also trotz Besatzung mit vollem Tarnskill, reicht es hier einfach nicht aus. Und ihr seht schon, ne, ich fahre eine sehr konservative Runde hier. Ich drehe nicht irgendwie einen sehr großzügigen Kreis, sondern nur hier klein mal vor der Grille lang und bin sofort bereit, wieder hinters Haus zu fahren, weil ich damit gerechnet habe, ja, dass auf Tier 10 die Leute sehr viel Sichtweite haben. Sehr gut. Die Arti trifft den einen S-Kong da, ich ziehe mich weiter zurück und hoffe jetzt, dass die Grille da trifft, aber dass die Grille sich so stellt, dass sie dabei nicht aufgeht. Ich glaube, noch steht sie gut, sehr schön, krieg auch den Assist auf diesen Super Conqueror und somit der eine auf 1600, der andere 128 und der Chieftain, denke ich, war auch low HP. Bin mir da gerade aber nicht sicher, zumindest war er noch auf der anderen Seite der Karte vor einer Minute und hat da noch gesniped. Ich mache das wieder ganz kurz auf Pause hier. Das Schöne ist, dass die Arti immer noch lebt bei uns, ja, und gerade gegen diese Haldown-Panzer ist natürlich Arti der beste Counter und solange die Arti ganz hinten an der roten Linie bleibt, ne, und sich da ein bisschen eingräbt, sage ich mal, wird sie ja auch nicht aufgehen. Ja, also sie hatte so viele Gebüsche vor sich, dass sie immer gedoppelbuscht ist praktisch. Das heißt, sie kann ununterbrochen schießen, außer ein Heavy fährt hier ran und nimmt sie wirklich raus. Ja. Ich habe gerade viel mehr Sorge hier um unsere Grille, weil die steht so offensiv. Ja. Ich denke, der Chieftain wird sich irgendwo schon auf den Weg machen da durch, ja, und gegen den Haldown Super Conqueror wird es auch eine Grille schwer haben. Die Grille steht viel zu offen, ja. Und deshalb versuche ich einfach nur der Grille zu vermitteln, ja, dass er sich hier so weit wie möglich zurückziehen soll, damit er da nicht so immer auf dem offenen Feld steht. Ja, und ich schreibe auch im Chat, ne? Ich nutze sehr gerne den Chat, gerade in solchen 2v2 oder 3 gegen 3 Situationen, ähnlich wie das die Grille macht, kommuniziere ich sehr gerne, um ihm einfach wissen zu lassen, was ich vorhab. Ja? Ich sage ihm, keine Sorge, ich gehe flankieren, ja. Auch hier wieder Mobilität, Sichtweite, Tarnwert ausnutzen gegenüber den Heavys. Ich will das Ganze von der Seite aufziehen, weil diese Büsche hier funktionieren natürlich exzellent, um diese Auffahrt zu spotten, in die Basis hoch, ja, und um die S-Kongs hier eventuell zu überraschen und auseinanderzunehmen. Und seht mal da, ein ganz neugieriger Super Conqueror. Ich glaube, er weiß auch schon, wo es herkommt. Ja, versucht den hier clean zu setzen, den Schuss. Bisschen unlucky. Wieder unlucky, aber jetzt aller guten Dinge sind drei und dann geht er beim dritten Schuss auch raus. Sehr gut. Und ja, ihr seht, in der Zeit, in der ich den Superkong rausgenommen habe, unsere Grille hat gerade 1000 HP verloren. Also das sagt mir, dass der Chief denn irgendwo nahe ist und auch auf die Grille schießen kann. Grille ist mittlerweile One-Shot. Ich weiß nicht ganz, was er da macht. Er hat Häuser, er hat Gebüsche. Er hat praktisch alles Mögliche, um da irgendwie, oder um da safe zu stehen, so wie er lustig ist. Aber er lässt sich ja wirklich komplett ernten. Ja, und ist jetzt mit 3 HP eigentlich fast schon tot. Ich denke mal, das hat er nicht optimal gespielt. Er pinkt jetzt hinter sich, ja, dass da irgendwo der Chieftain rumsteht. Da ist er. Ja, und ehrlich gesagt, damit war zu rechnen, ja, dass der Chieftain hier schon auf dem Weg sein wird, um mitzuschießen. Ja, hätte die Grille sich ein bisschen weiter zurückgezogen, hätte die halt das 1v1 gegen den Super Conqueror easy gewinnen können, aber war ein bisschen zu aggressiv. Ganz kurz wieder Pause, sorry für die vielen Unterbrechungen, aber ich muss ja so viel, oder ich will ja so viel erklären, da komme ich gar nicht hinterher, wenn ich das Replay laufen lasse. Jetzt folgende Situation. Ich weiß, dass der Super Conqueror hinterm Haus steht. Ich habe 950 AP. Chieftain hat 440 Alpha und Super Conqueror hat 400 Alpha. Beide haben einen Reload um die 8 Sekunden, plus minus. Ja. Das heißt, wenn ich gegen beide gleichzeitig kämpfen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überleben werde, sehr gering. Ja. Und jetzt ist der Chieftain noch der unten im Flussbett. Der braucht eine Weile, bis er oben ist. Deshalb ist es genau jetzt meine Chance, den Super Conqueror rauszunehmen. Ich weiß, er ist kein One-Shot, aber ich weiß auch, dass ich mir einen Schuss fangen kann. Deshalb draufstürzen auf den S-Kong und ihn so schnell es geht da rausnehmen, bevor der Chieftain da ist. Ihr seht, ersten Shot in die Kette rein. Versuche hier, ja, zu schauen, dass ich ihn irgendwie versuche, dem Schuss auszuweichen. Aber ist nicht, ist auch egal. Ja, und habe hier ein bisschen Glück mit dem Amorak. Ich meine,
hätte kein Amorak sein müssen. Ich hätte ihn auch mit den nächsten beiden Schüssen trotzdem gekillt. Aber klar, nice to have, ne? Darüber werde ich mich beschweren. Und so schnell geht das. Ja, auf einmal ist es wieder ein 1 gegen ein 1v1. Der Chieftain mit 440 Alpha, die hat er auf der ABCR. Wenn er aber ganz smart ist, ja, wenn er wirklich weiß, dass er nur eine Chance hat oder alles auf diesen einen Schuss setzt, lädt er Hash-Munition. Und mit der Hash-Munition hat er, glaube ich, 560 Alpha-Schaden, wenn mich nicht alles irrt. Oder 540. Zumindest glaube ich, dass ich für seine Hash One-Shot bin. Oder sogar vielleicht 580 Alpha. Ja, also gegen die Hash, die übrigens 100 Durchschlag hat auf dem Chieftain, stehe ich sehr schlecht da. Deshalb setze ich alles drauf, nicht gespottet zu werden, so viel wie möglich Abstand zu halten und das Ganze so vorsichtig wie möglich zu spielen. Ihr seht, ich bin gerade auf dem Weg Richtung Gegner-Cap. Ja, Cap wäre eine Option gewesen und ich denke, das wäre der sichere Sieg gewesen. Chieftain ist schnell. Ja, der fährt auf der Geraden circa 43, 44, 45 km/h, ist aber berghoch nicht der schnellste. Ja? Und ich denke, wenn ich hier cappen würde, also wenn ich jetzt straight in dem Cap gefahren wäre und hinter den Häusern versuchen würde zu cappen, hätte ich es tatsächlich geschafft, durch den Cap den Chieftain hier oder das Ganze zu gewinnen. Aber ihr kennt mich, Cap ist für mich keine Lösung. Ich will das austragen wie ein Mann, ja, ich will den hier tatsächlich auseinandernehmen. Ja? Deshalb, was mache ich wieder? Mobilität, Sichtweite, Kamowert und so weiter ausnutzen. Ich fahre zurück in die Stadt und möchte das Ganze von der anderen Seite aufziehen. Ja? So wie das vorhin der Chieftain gemacht hat, hat sich da durch die Büsche weiter und weiter vorgetastet, möchte auch ich das jetzt machen. Ja? Und gleichzeitig möchte ich die Büsche nutzen, um halt hier dieses ganze offene Feld immer überblicken zu können, falls er da irgendwelche Sachen macht. Ich denke aber, dass er das nicht als YOLO spielt, weil Chieftain hat oder haben normalerweise nur die besten Spieler. Ja, und denke auch, dass er Rationen benutzt, gute Sichtweite hat und dass er weiß, was er tut praktisch. Ja, und deswegen denke ich nicht, dass ich ihn hier irgendwie auf dem offenen Feld überraschen kann oder dass er überhaupt übers offene Feld fährt. Deshalb muss ich hier schauen, dass ich immer irgendwie Büsche nutze, um mich halt so dicht wie möglich ranzupushen, um ihn rauszunehmen. Okay, ihr seht auch, dass ich nicht nachgeladen habe, ja, weil er One-Shot ist. Völlig unnötig, ja, also ich brauche nur ein Treffen und drei Schüsse, denke ich mal, werde ich dafür eh nicht brauchen. Im Idealfall sitzt der erste, wenn der bounced, habe ich immer noch einen zweiten, wenn der bounced, habe ich immer noch einen dritten. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ne? Jetzt merkt er, die Zeit wird langsam knapp, ja, 1:30 und jetzt denke ich mir so, huch, Chieftain, wo bist du hin, ja? Jetzt denke ich mir dann doch so, wäre es vielleicht nicht doch lieber gewesen, doch besser gewesen, hier zu cappen. Ja, fahre jetzt wieder zurück hier. Jetzt muss ich mehr oder weniger all-in gehen. Ja. Eine Sache, die ich hier vermute, ja, wo ich denke, wo er sitzt, wenn er nicht hier unten ist, ist einer dieser Gebüsche hier. Ja. Die sind sehr dick oder sehr, sehr dicht. Ja. Er kann auch da hinten das Artifrak nutzen. Also ich vermute mal, dass er da hinten drin sitzt oder dass er eventuell da drin sitzt. Ja, also was ich jetzt versuche, so schnell wie möglich drauf zu fahren, hoffen, dass er seine HE nicht pennt oder gar keine HE geladen hat oder nicht highrollt. Zumindest, dass ich einen Treffer überlebe, um ihn dann rauszunehmen. Ne? Das ist ja einfach meine Chance gerade oder meine Gedanken, die ich in dem Moment hatte. Ich fahre jetzt wieder drauf. Ihr seht schon, ich drehe links und rechts. Da hat das nicht ganz so einfach, da meine Lower Plate zu pennen. Und ja, sehr komisches Timing hier und oh boy, da war das RNG aber wieder am Start. Ich glaube, er wollte gerade da reinfahren. Ne? Er hat, denke ich, gerade daran gedacht, sich da oben in dieses Gebüsch reinzusetzen. Aber oh boy, ja, ich meine, drei Schüsse. Wenn der erste vorbeigeht, wie gesagt, habe ich noch einen zweiten, noch einen dritten. Deshalb aus der Fahrt abgedrückt, ja, und Badget, ihr kennt sie alle, trifft natürlich überhaupt nicht gut aus der Fahrt, hier einfach extrem viel Glück gehabt. Aber HE drin hatte oder nicht, wir werden es nie erfahren. Ja, ich habe ihm nachher auch nicht nach dem Replay gefragt oder so, aber man kann jetzt sagen, dass ich das durch Glück gewonnen habe, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters, aber ich denke trotzdem eine sehr gute Runde hier gewesen, eine sehr lustige Runde. Und ihr seht, wie man auf einer Karte wie Highway, die sehr offen ist, die trotzdem Deckung durch Büsche bietet oder halt auch ein paar Häuser bietet, an denen man kämpfen kann, wie man da eine Badge optimal ausspielen kann. Ja? Geschwindigkeit nutzen auf solchen Karten, ja, dann die Mobilität nutzen, ja, und diesen perfekten Hybrid zwischen Light und Medium ausspielen. Ja, du bist praktisch wie so ein kleiner Skorpion, der über die Map huscht, ja, aber ein Skorpion, der nicht harmlos ist, sondern ein Skorpion, der auch richtig kräftig zuschlagen kann, wenn er das muss, ja, so wie ich den E100er rausgeklippt habe, oder den Jagde oder den Super Conqueror, ja, also im entscheidenden Moment zuschlagen. Es ist ganz wichtig, mit der Badget nicht übereifrig zu werden, ja, dann nicht sehen, okay, hier kann ich unbedingt einen Clip machen und dann darauf bestehen, alle fünf Schüsse rauszuhauen, sondern man sollte immer gucken, dass man die HP, die man rein oder die man rauskriegt, dass man immer positiv tradet halt. Ne? Nicht, dass du dir jetzt 1000 fängst und dann auch 1000 Damage machst, ist kein guter Trade in der Badget. Wenn du dir 400 fängst und 1000 machst,
ist es schon okay, ist es schon besser. Im Optimalfall machst du natürlich alle 5 Schuss gegen einen oder gegen gar keinen Schuss und dann ist es natürlich noch besser. Aber wie gesagt, Batchet ultra schwer zu spielen, Königsklasse, also ich denke mit Panzern wie in dem Leopard 1 beispielsweise sind es mit die am schwersten zu spielenden Panzer, aber natürlich auch im Umkehrschluss die Panzer, die sehr, sehr viel oder am meisten Potenzial in diesem Spiel bieten. Ja, mit der Free-to-Play-Reihe bin ich mittlerweile, sagen wir mal, mit den ersten drei Panzern durch. Ja, der WZ-5A ist fast gedreimarkt, das kommt im nächsten Video. Die Badgets mittlerweile gedreimarkt, die ganze Reihe ist damit abgeschlossen. Bei dem Badger bin ich immer noch nicht durch, da bin ich gerade bei der Tortoise und bin da kurz vor der dritten Gunmark. Und sobald ich die durch habe, hole ich mir da auch den Badger, um dann da die dritte Gunmark zu grinden. Es wird eine Qual werden, aber dazu wird es sicherlich auch nochmal ein Video geben. Wir haben jetzt die nächsten drei Panzer ausgelost. Das war eine ziemliche Clown-Fiesta, ja, weil ich habe mir gesagt, wenn das irgendein Scheißpanzer wird, ich habe einen versucht, das neu zu ziehen und dann wurde es tatsächlich ein 121er und dann habe ich neu gezogen und zwar wieder der 121er. Also mein Glück, ja. Zumindest grinden wir jetzt den 121er, den Sheridan und den Super Conqueror und dazu wird es auch wieder Videos geben, hier in der Reihe oder im Rahmen dieser Free-to-Play-Serie. In dem Sinne, Leute, hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen, ihr konntet was lernen, eine Bewertung nicht vergessen und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.